Da bin ich wieder. Ich habe an dieser Stelle einen kleinen Schnitt gemacht. Das hat bestimmt niemand von euch bemerkt. Und zwar habe ich mir jetzt die ersten zwei Folgen, beziehungsweise so gesehen die allererste zählt ja nicht mit, also die zweite Folge mal angesehen und leider bemerkt, dass ihr noch nicht so viel von dieser wunderschönen Grafik mitbekommen habt, weil, und das ist sehr, sehr schade, in den Optionen die Filmkörnung noch auf Ja, beziehungsweise auf Anstand. Und das killt irgendwie komplett die Bitrate. Also das Video sieht an manchen Stellen leider ein bisschen matschig aus. Also an manchen geht's, das wirkt das halt dann so grieselig, wie es halt soll, die Filmkörnung. Aber an vielen Stellen oder an manchen Stellen wirkt es einfach matschig. Besonders dann, wenn es halt in dunkle Bereiche reingegangen ist. Ich habe es jetzt deaktiviert und ich hoffe, es sollte jetzt besser sein. Ich meine, ich bin jetzt sowieso kein riesiger Fan von der Filmkörnung. Dementsprechend, dass er aus ist, macht mir jetzt nicht viel aus. Es sieht immer noch richtig, richtig super aus. Ich bitte zu entschuldigen, dass die vorherige Folge jetzt dann leider nicht so vor Qualität strotzte. Ich hoffe, ihr seid jetzt noch dabei und lernt es jetzt richtig kennen. Jetzt ist die Auflösung so, wie sie sein soll, die Grafik so, wie sie sein soll, die Texturen so, wie sie sein sollen. Ich hoffe, das ist zu verschmerzen. Okay, wir machen weiter, wo wir aufgehört haben. Wir sollen ja mit dem Unbekannten im Nebenraum reden. Aber vorher reden wir mit Jacob. Ich würde den Unbekannten nicht warten lassen. Oder auch nicht. Wahrscheinlich wird Miranda dasselbe sagen. Der Unbekannte wartet im Nebenraum auf Sie. Wie komme ich auf Liara? Panzerungsspind, kann ich den schon verwenden? Ja, tatsächlich. Cerberus Sturmpanzerung. Ja, das ist das Ausrüstungssystem in Mass Effect 2. Es gibt nämlich keine. Also es gibt kein Inventar mehr, wo man hier die Ausrüstung auswählen kann, die Rüstung, sondern man hat nur noch das hier. Und wenn man hier jetzt mal guckt, es gibt ein paar Optionen und wenn man hier runter scrollt, dann hat man eben, was denn das für einen Bonus bringt, was ich da gerade ausrüste. Ich habe jetzt hier verschiedene Rüstungen, auch durch die DLCs zur Auswahl. Das ist zum Beispiel die Blutdrachenrüstung aus Dragon Age. Die ist ziemlich nice vom Aussehen her. Passt halt irgendwie nicht so richtig rein, aber die Terminusrüstung. Erhöht Sturmluftgeschwindigkeit, erhöht Schilde, erhöht die Reserve, der Munition, Entfernungspanzerung. Jetzt haut mich jetzt alles nicht vom Hocker. Ich lasse mal die Standardausrüstung und schaue, dass ich da irgendwas anbringe. Ich glaube, das hatte ich damals. Erhöht Waffenschaden. Erhöht Kraftschaden. Erhöht Schildstärke. Wisst ihr was? Ich glaube. Naja, wobei, da hat man nicht so viel. Erhöht Nahkampfschaden, Waffenschaden und Schildstärke. Ja, komm, dann gerne. Erhöht Waffenschaden. Erhöht Schilde und Nahkampfschaden. Ja, dann bitte. Gesundheit. Das erhöht alles mehr. Also das. Erhöht auch alles mehr. Helm lasse ich jetzt erstmal noch weg. Ja, dann kann man hier noch die Farben schön einstellen. Die zweite Farbe. Komm, machen wir hier mal. Sieht doch cool aus, oder? Ich stehe auf die Farbe lila. Weiß nicht, ob ich das schon mal erwähnt habe. Und dann hat man noch das informelle Aussehen. Nehme ich jetzt einfach. Nehmen wir das. So, Helm lasse ich jetzt weg. Weil ich habe es immer ganz gern, wenn ich keinen Helm anhabe. Dann schauen wir jetzt schon ein bisschen anders aus. Ist doch cool. Ja gut, da der Unbekannte unbedingt mit uns reden will, wollen wir ihn nicht warten lassen. Wir gehen zu ihm. Commander Shepard. Der Unbekannte. Er ist ein Volus. Ich dachte, wir würden uns persönlich treffen. Eine notwendige Vorsichtsmaßnahme. Nicht ungewöhnlich für Leute, die das wissen, was Sie und ich wissen.
Wie ich hörte, habe ich sie ein Vermögen gekostet. Warum haben sie das getan? Für den Schutz und den Erhalt der Menschheit. Ich habe nicht 2 Jahre und Milliarden von Credits in ihren Wiederaufbau investiert, um sie als einfachen Soldaten dienen zu lassen. Aber die Menschheit steht der größten Bedrohung unserer kurzen Existenz gegenüber. Die Reaper. Schön, dass ihr Gedächtnis noch funktioniert. Wie geht es Ihnen? Sie sind nicht mein Freund. Sie müssen sich das Recht auf solche Fragen erst verdienen. Cerberus ist nicht so böse, wie Sie glauben. Sie und ich, wir stehen auf derselben Seite. Nur unsere Methoden unterscheiden sich. Kommen Sie zum Punkt. Was machen die Reaper, dass Sie dazu veranlasst hat, mich zurückzubringen? Wir sind im Krieg. Niemand will es zugeben, aber die Menschheit wird angegriffen. Während sie geschlafen haben, sind ganze Kolonien verschwunden. Kolonien der Menschen. Wir glauben, dass jemand dahinter steckt, der für die Reaper arbeitet. So wie Saren und die Geth für die Sovereign gearbeitet haben. Sie haben es selbst gesehen. Sie haben alle besiegt. Das ist nur ein Grund, warum wir sie ausgewählt haben. Wir hacken mal ein bisschen nach. Wenn es sich um eine Bedrohung der Menschheit handelt, müssen sie die Allianz mobilisieren. Die Allianz ist durch die Verantwortung, die sie ihr aufgebürdet haben, überfordert. Sie ist zu sehr damit beschäftigt, Beziehungen aufzubauen, um Ressourcen in die Verifizierung der Reaper-Bedrohung zu stecken. Es ist leichter, Söldnern und Piraten für die Entführungen die Schuld zu geben. Und praktischer. Ein Krieg passt gar nicht zu Cerberus. Warum beschäftigen Sie sich mit der Sache? Unsere Aufgabe ist die Weiterentwicklung und die Erhaltung der Menschheit. Wenn die Reaper uns zu Zielen erklären und auslöschen wollen, wird Cerberus sie aufhalten. Wenn wir darauf warten, bis die Politik oder die Allianz handelt, sind keine Kolonien der Menschen mehr übrig. Die Sovereign wollte das gesamte Leben in der Galaxie auslöschen. Warum sollten es die Reaper auf ein paar Kolonien der Menschen abgesehen haben? Hunderttausende Kolonisten sind verschwunden. Ich finde, das kann man schon als Auslöschen bezeichnen. Ja, niemand achtet darauf, weil die Angriffe scheinbar zufällig und in abgelegenen Gegenden stattfinden. Ich weiß nicht, warum plötzlich die Menschheit ihr Ziel ist. Vielleicht haben sie ihre Aufmerksamkeit erregt, als sie einen von ihnen getötet haben. Nein, jetzt bin ich gerade voll verwirrt gewesen, weil das in einer anderen Reihenfolge dran stand. Für die Kosten meiner Wiederherstellung hätten sie eine ganze Armee ausbilden können. Sie sind einzigartig. Nicht nur wegen ihrer Fähigkeiten oder Erfahrungen, sondern wegen dem, wofür sie stehen. Sie sind in einem entscheidenden Augenblick für die Menschheit eingetreten. Sie sind mehr als ein Soldat. Sie sind ein Symbol. Ich weiß zwar nicht, ob Reaper Angst haben können, aber sie haben einen von ihnen getötet. Davor müssten sie Respekt haben. Vielleicht glaube ich. Wenn das wahr ist, wenn die Reaper dahinter stecken, dann denke ich darüber nach, ihnen zu helfen. Ich wäre enttäuscht, wenn sie all das akzeptieren würden, ohne es mit eigenen Augen zu sehen. Es steht ein Shuttle bereit, um sie nach Freedom's Progress zu bringen. Der letzten Kolonie, die entführt wurde. Miranda okay, und Jacob werden sie briefen. Teleportier dich halt einfach. Miranda hat Wilson kaltblütig getötet. Jacob ist nicht mehr als ein Söldner. Und denen soll ich vertrauen? Wilson war einer meiner besten Agenten. Aber er war ein Verräter. Miranda hat genau das getan, was ich von ihr erwartet habe. Und sie hat ihr Leben mehr als einmal gerettet. Jacob ist Soldat. Einer der Besten. Er hat mir nie völlig vertraut. Aber er hat das auch immer offen zugegeben. Sie werden gut mit ihnen klarkommen. Bis auf Weiteres. Was werde ich Ihrer Ansicht nach dort finden? Wenn ich das wüsste, müsste ich Sie nicht hinschicken. Finden Sie so viele Hinweise wie möglich. Wer entführt die Kolonisten? Gibt es eine Verbindung zu den Reapern? Ich habe sie zurückgebracht. Für den Rest sind Sie zuständig. Er hat einfach das Gespräch mit mir beendet. Okay, wir können uns ja jetzt mal dem Skillen widmen. Er hat Vorbild und Abhängigkeitspunkte, das kennen wir ja schon, wie das funktioniert, das Ganze. Ja, das verbessert das Ganze. Ich überlege gerade.
ob ich erstmal auf Agent gehen soll, weil das erhöht halt alles einfach ein bisschen. Taktische Tarnung. Kann da ja mal einen Punkt reinstecken, Rang erwerben. Bin mir nicht sicher, ob ich erst die Disruptor-Munition oder die taktische Tarnung hochhauen soll. Die taktische Tarnung ist, also später läuft es dann halt im Endeffekt so ab. Ich hatte schon mal den Infiltrator gespielt, dass du dich im Endeffekt tarnst und dann einen Schuss abgibst mit extrem erhöhten Schaden. Multiplikator. Oder ich mache einfach Agent erstmal voll. Ich mache erstmal Agent voll. Das ist, glaube ich, das Beste. Ganz ehrlich. Das erhöht alles. Also, das reicht erstmal. So. Tagebuch. Was noch? Tagebuch. Ja, wahrscheinlich ganz oft Tagebuch. Haben wir den Panzerungsspind? Ich bin mir gerade nicht mehr sicher. Ich möchte mal eine Sache kurz gucken. Nee, dann wahrscheinlich nicht. Ob es eine Option gab für den Helm, weil ich könnte ja einen nehmen, wenn er ausgeblendet wird, aber er wird wahrscheinlich nicht ausgeblendet. Und das stört mich. Ich habe mein Gesicht, das Gesicht meines Charakters, nicht umsonst so gewählt. Reden wir zuerst, nachdem ich gespeichert habe, mit Jacob. Ich bin froh, dass der Unbekannte Sie davon überzeugt hat, sich uns anzuschließen, Commander. Cerberus hat mir meinen Körper zurückgegeben. Dafür haben Sie zumindest eine Chance verdient. Eine Chance. Aber Sie sind immer noch nicht überzeugt. Vertrauen Sie mir, Commander? Sie gehören zu Cerberus, also werde ich auch Sie im Auge behalten. Schon okay. Ich kann kein Vertrauen erwarten, nur weil ich darum bitte. Ich muss es mir verdienen. Wissen Sie etwas über die Kolonie, zu der wir unterwegs sind? Sie heißt Freedom's Progress. Viel mehr weiß ich auch nicht. Aber das kriegen wir alles raus, wenn wir dort sind. Sie sagten, Sie hätten in der Allianz gedient? Insgesamt 5 Jahre lang. War überall in der Galaxie stationiert. Hab sogar ein paar Jahre als Korsar verbracht. Von Korsaren habe ich noch nie gehört. Eine Unternehmung der Allianz. Unabhängige Raumschiff-Captains wurden für Missionen angeheuert, die nicht in die offizielle Zuständigkeit der Allianz fielen. Offiziell gehörten wir gar nicht zur Allianz. Hätte man uns erwischt, hätte sie leugnen können, uns überhaupt zu kennen. Wir unterlagen angeblich keinerlei Beschränkungen und Regeln. Aber der Amtsschimmel wieherte trotzdem so laut, dass man sein eigenes Wort nicht mehr verstand. Ich habe am Ende einfach aufgegeben. Warum haben Sie sich Cerberus angeschlossen? Ich hatte es wohl einfach satt, dass ich nie etwas bewirkt hatte. Lustig. Viele der Aktionen der Allianz erschienen mir so sinnlos. Ich dachte, nach dem Angriff auf die Citadel würde sich alles ändern. Der alte Rat war tot und die Menschen übernahmen die Kontrolle über den neuen. Aber nichts hat sich geändert. Politik, Bürokratie, dieselbe Scheiße nur mit neuen Anführern. Cerberus ist ganz anders. Wenn Kolonien sich nicht mehr melden, wird keine Kommission einberufen, die dann einen Bericht schreibt, um das Vorgehen zu besprechen. Wir gehen einfach hin und finden's raus. Das ist vorerst alles. Okay. Jawohl, Sir. Ich schätze, geht's los, sobald wir mit Miranda reden? Ne, warte mal, nicht Codex, Tagebuch. So, ist hier noch Hinweis, blablabla. Was für Ruck? Schiff hat einen Hangar auf, sieben sie noch. Ne, ich schätze mal, wir können mit Miranda noch reden. Okay. Der Unbekannte ist von Ihnen sehr beeindruckt. Ich bin wirklich gespannt, ob Sie bei dieser Mission seine Erwartungen erfüllen können. Nicht vergessen, wer Boss ist. Ich werde nicht zulassen, dass später jemand vor Ort meine Befehle missachtet. Ich weiß, wem ich unterstehe. Solange Sie nichts unternehmen, um Cerberus zu hintergehen, werde ich Ihre Befehle befolgen. Was ist los, Lawson? Sind Sie besorgt, dass Sie nicht mehr seine Nummer 1 sein könnten? Ich habe meinen Wert für den Unbekannten bereits bewiesen. Warten wir ab, ob Sie dazu auch in der Lage sein werden. Sind Sie immer so zickig, oder liegt es an mir? Vor Ihren Fähigkeiten habe ich ehrlichen Respekt, Shepard. Ich mache mir nur Sorgen wegen Ihrer Beweggründe. Ich glaube an das, wofür Cerberus steht. Nur die Zeit wird zeigen, ob Sie für unsere Sache ein Gewinn oder ein Risiko darstellen. Ja, was können Sie mir über die Kolonie sagen, die wir ansteuern? Angespanntes Verhältnis. Freedom's Progress?
Eine typische Menschenansiedlung in den Terminus-Systemen. Sie hat eine kleine militärische Truppe zum Schutz, unterstützt von Mechs und Sicherheitsdrohnen. Rundum durchschnittlich, wirklich. In keinster Weise bemerkenswert. Bis zu dem Verschwinden. Irgendeine Idee, was uns dort möglicherweise erwartet? Gebäude. Jede Menge leere Gebäude und ein riesiges Fragezeichen. Alter, ist das dein Ernst? Ich wollte nur einen dummen Kommentar machen. Ich würde gerne von verantwortlicher Stelle etwas mehr über das Lazarus-Projekt erfahren. Ich war nicht verantwortlich. Das war der Unbekannte. Hätte ich das Sagen gehabt, wäre einiges anders gelaufen. Was hätten Sie denn anders gemacht? Als erstes hätte ich Ihnen sowas wie einen Kontrollchip eingepflanzt. Aber der Unbekannte hat das nicht genehmigt. Er hat befürchtet, das könnte Ihre Persönlichkeit beeinflussen, Ihren Charakter verändern. Er hat nichts zugelassen, was Ihr Potenzial in irgendeiner Weise hätte einschränken können. Ich kann nicht behaupten, dass mir die Idee zusagt, mit einem Kontrollchip im Gehirn ins Leben zurückgebracht zu werden. Der Unbekannte geht mit Ihnen ein gewaltiges Risiko ein. Ich hoffe nur, dass es sich auch auszahlt. Erzählen Sie mir etwas von sich. Zweifel an meinen Qualifikationen? Ich kann einen Mech mit meinen Biotiken erledigen oder ihm auf 100 Meter den Kopf wegschießen. Sie können sich's aussuchen. Haben Sie und Jacob gemeinsam in der Allianz gedient? Nein. Der Unbekannte hat mein Potenzial erkannt und mich schon in jungen Jahren rekrutiert. Wie alt waren Sie da? Alt genug, um zu wissen, dass es genau das war, was ich wollte. Ich wollte eigentlich etwas mehr über Sie als Mensch erfahren. Ich bin nicht auf der Suche nach Freunden, Shepard. Konzentrieren Sie sich auf die Mission. Es ist offensichtlich, dass Sie an einem Gespräch nicht interessiert sind. Genau. Wir haben einen Auftrag. Wir können darüber reden oder ihn einfach erledigen. Ich hatte jetzt übrigens auch noch ein HD-Mod für Augen. Den hatte ich jetzt nicht mit installiert, weil ich hatte das Gefühl, dass schon einer bei diesem großen Paket dabei war. Ich glaube, ich werde mir den nochmal angucken. Das sieht zwar schon sehr gut aus, aber ich werde mir den nochmal angucken nach dieser Aufnahmesession. Vielleicht gefällt mir der ja auch ganz gut. So, dann. Mission erfüllt. Ah, hier haben wir es nochmal. Sie haben 100.000 Bonus-Credits erhalten, weil Sie einen reichen Charakter aus Mass Effect 1 importiert haben. Dann hier 2.000 Erfahrung, 30.000 Credits, 5.000 Element Zero, 5.000, ja, und so weiter, bla bla bla. Also das war ein extra Boni, weil ich wirklich viel Geld hatte. Okay, cool. Den Granatwerfer haben wir bekommen. Credits, die ich gefunden habe innerhalb der Mission. Hm. Kleiner Bericht, ist doch cool. Beenden. Die Ladezeiten können jetzt natürlich etwas länger sein als normal. Wir müssten in Kürze ankommen, wegen den ganzen Texturen. Der Unbekannte hat uns Ihrem Kommando unterstellt. Haben Sie Befehle für uns? Was haben Sie in den anderen Kolonien gefunden? Aber das ist, denke ich, okay. Nichts. Keine Hinweise auf einen Angriff, keine Leichen. Nicht mal eine Spur ungewöhnlichen genetischen Materials. Sie verschwinden einfach alle. Und wir haben nichts, dem wir nachgehen könnten. Sind Sie sicher, dass Sie kein Problem damit haben, meine Befehle zu befolgen? Wir haben Sie nicht von den Toten zurückgebracht, um jetzt an Ihnen zu zweifeln, Commander. Wenn der Unbekannte sagt, dass Sie das Kommando haben, dann ist das auch so. Warum glauben Sie, dass diese Untersuchung neue Erkenntnisse zutage fördert? Bei den anderen Kolonien waren die offiziellen Behörden zuerst vor Ort. Manchmal auch Plünderer oder Bergungsteams. Wir hoffen diesmal die Ersten zu sein. Vielleicht finden wir Hinweise, bevor jemand anderes alles durcheinander bringt. Tun, was wir nötig werden ist. Herausfinden, wer das getan hat und ihn dann zur Strecke bringen. Nichts wird uns davon abhalten. Ist das klar? Absolut, Commander. Schön, dass Sie da sind, Shepard. Ich merke schon, der Jacob will, glaube ich, eine Bromance mit mir. Gott, ist das lange her. Ich erinnere mich gar nicht mehr an das hier gerade. So, habe ich jetzt einen Sniper? Ja, ausgezeichnet. Okay, das ist gerade echt brutal. Ich dachte jetzt, dass ich woanders sein werde. Ich hatte einen komplett anderen Planeten im Kopf. Ich erinnere mich an das hier gar nicht mehr. Okay, cool. Ich muss kurz was testen.
5er schnell speichern, das ist super. Sieht aus, als wären alle mitten beim Essen aufgestanden und gegangen. Das Essen war wohl nicht sehr köstlich. Bin dorthin unterwegs. So. Wie mache ich den Befehl, dass er mir... Das Feld ist sicher. Scheine zu rum. Tastenzuordnung. Kommando. Formieren ist C, okay. Ich überlege nur gerade. Passt. Folge! Bin direkt hinter Ihnen. Die Musik lässt nichts Gutes verhoffen. Keine Leichen, keine Gebäudeschäden, keine Anzeichen eines Kampfes. Oh, Entschuldigung. Baba. Aber ich glaube, dass der andere Planet noch kommt, weil ich bin mir eigentlich ziemlich sicher, dass der in Mass Effect 2 war. Na, Lebensgeist. Ups. Seltsam. Bei den anderen Kolonien waren die Sicherheitssysteme deaktiviert. Also viel Muni habe ich noch nicht für meine Schnippe. Habe Schilde verloren. Erschießen Sie sie, bevor Sie Ihre Schilde ausschalten. Feinde! Feinde am Boden! Ich weiß gar nicht, ist die Zeitlupe nur, weil ich Infiltrator bin? Daran kann ich mich jetzt gar nicht mehr erinnern. Oh, stimmt. Ich habe noch gar keine Munitionskraft an. Ah, seid ihr auch geskillt? Ja, tatsächlich, ihr seid quasi vom Level gleich auf mit mir. Das ist super. Jacob kriegt... Ich glaube, ich werde bei denen dasselbe machen wie bei mir, ehrlich gesagt. Das ist einfach das Sinnigste, weil das erhöht alle Werte. Und schließlich zählen ja die inneren Werte. Damit sie sofort angreifen. Wir sind hier nicht allein. Ist das so? Wechseln mal die, vielleicht nicht darauf. Die Waffe, wollte ich sagen. Ja, das werden wir, wie gesagt, im Spiel häufiger sehen. Da kommen wir nicht drum rum. Also theoretisch schon, es gäbe einen Mod, mit dem man das Ganze umgeht, aber es gehört zum Spiel dazu, deswegen werde ich diesen Mod nicht installieren. Wenn euch das interessiert, der ist auf derselben Seite wie eben das andere, wo ich die anderen Sachen her habe. Sie haben uns gesehen. Truppen haben angegriffen. Bin gleich da. Verstanden. Brandmunition hat er schon an, oder? Okay. Los, halt am Boden! Wir öffnen stand da gerade, aber damit war das obere gemeint. Mal kurz in den Himmel gucken. Ich dachte, ich hätte irgendwie so einen Flugwal oder sowas gehört. Keine Bewegung! Parser, Sie sagten, Sie würden mir die Sache überlassen. Oh. Moment mal. Tali. Shepard? Bei Agenten von Cerberus gehe ich keinerlei Risiko ein. Nehmen Sie die Waffen runter! Shepard? Ist das... Sie leben? Ein bisschen. Tali Zora, Sie haben auf meinem Schiff gedient. Sie wissen, was ich mit Leuten mache, die mich bedrohen. Haza, sagen Sie Ihrem Team, es soll die Waffen wegstecken. Verdammt, Tali, das ist doch Unsinn. Warum sollte Ihr früherer Commander für Cerberus arbeiten? Ich weiß es nicht. Aber wenn das Shepard ist, ich weiß es nicht. Shepard hätte einen Grund. Cerberus hat mich wiederhergestellt, aber ich unterstehe nicht Ihren Befehlen. Über Details können wir reden, sobald ich weiß, warum Sie hier sind. Einer der Unseren war hier auf Pilgerreise. Sein Name war Vitor. Wir sind gekommen, um ihn zu suchen. Alle anderen sind tot. Wie kommen Sie darauf, dass Vitor überlebt hat? Wir haben ihn bei unserer Landung gesehen. Sie haben ihn gesehen? Warum ist er da nicht bei Ihnen? Vitor war verletzt und er war schon immer etwas... nervös. Sie will damit sagen, dass er instabil ist.
Dazu kommen der Schaden an den CO2-Filtern seines Anzugs und eine Infektion, weil er der Luft ausgesetzt war. Wahrscheinlich halluziniert er. Als er uns landen sah, hat er sich in einem Lagerhaus am anderen Ende des Orts versteckt. Wir vermuten, dass er auch die Mechs so programmiert hat, dass sie alles angreifen, was sich bewegt. Sie sollten zu Ihrem Schiff zurückgehen, Tali. Wir sagen Ihnen Bescheid, wenn wir Vito gefunden haben. Vergessen Sie's. Ich lasse nicht zu, dass Cerberus einfach alles an sich reißt. Ich auch nicht, Prasa. Ich will nicht gegen Sie kämpfen, Shepard, aber ich kann die Sache nicht einfach Cerberus übergeben. Außerdem müssen wir zusammenarbeiten. Gehen Sie durch die Mitte der Kolonie Richtung Lagerhaus. Wir gehen außenrum und ziehen einige der Drohnen auf uns, damit Sie einen Korridor haben. Wenn man da hier mal allein schon von Tali den Umhang, den sie trägt, mal ansieht, diese Linien, wie gut man die jetzt erkennt, also das ist schon ziemlich geil. Ihre Leute mögen Cerberus wohl gar nicht. Habe ich da was verpasst? Sie haben unsere Leute getötet, unsere Flottille infiltriert und versucht, eines unserer Schiffe zu sprengen. Ich hätte das ein wenig anders formuliert. Es war nichts Persönliches. Wir können später diskutieren, wer wen umgebracht hat. Jetzt haben wir erstmal einen Job zu erledigen. Einverstanden. Wir arbeiten zusammen, um zu Vitor zu gelangen. Sie wollen, dass wir die Drecksarbeit machen, während Sie hinschleichen und sich Vitor schnappen? Wohl kaum. Wir sind für einen Frontalangriff besser ausgerüstet als Sie, Commander. Wenn wir nicht zusammenarbeiten, kommen wir nicht an den Mechs vorbei. Wir ziehen uns zurück. Wenn Sie antworten wollen, gehen Sie zu dem Lagerhaus. Tja. Die Quarianer sind ein unerwarteter Parameter. Sie können uns helfen, aber ich hätte sie gern dabei im Auge behalten. Ich wette, sie sagen gerade genau dasselbe über uns. Hat sich nichts geändert. Vor ihnen ist eine Gruppe Sicherheitsdrohnen. Danke für die Warnung. Bin immer noch grundlos gemeint zu Tali. Alles beim Alten. Online. Na, mal den schönen. Nee, nicht on. Ja, genau. Ach ja, diese Minispiele dauern. Es kommt noch was Nervigeres als das, und zwar das Planetenscannen. Oh, ich freue mich schon drauf. Setzen Sie Überlastung bei Ihnen ein. Beeindruckend. Aua. Perfekt. Warte mal, ich mache das jetzt anders. Einer weniger. Oder auch nicht. Muss es sein. Direkt bei Ihnen. Hä? Wieso habe ich keinen Schaden gemacht? Jetzt ja. Mach ihn fertig. Ich will keine Munition verschwenden. Bin bei ihm. Ich kann ja mal. Eigentlich wollte ich die andere jetzt auswählen. Die Leute da probieren. Ich sagte ihnen, sie sollen warten, aber sie haben nicht auf mich gehört. Sie wollen Vitor finden und wegbringen, bevor sie eintreffen. Wir hätten mit sowas rechnen sollen. Los, wir können sie immer noch einholen. Soll ich auch noch rechnen? Was bin ich? Mathematiker. Na? Verstanden. Schön. Ganz praktisch, aber sehr unpräzise. Die Entfernung geht's noch. Also wenn ich für Sniper keine Munition habe, kann man das schon machen, aber. Entschuldigung, Shepard, wir sind im Inneren der Ladedocks. Vitor hat einen schweren Mech umprogrammiert. Der zerlegt gerade Prasas Einheit. Sie wollten als Erste bei Vitor ankommen. Ihre Leute sollen in Deckung gehen, dann öffne ich die Türen der Ladebucht. Wir gehen bei den Türen in Deckung. Shepard, Sie übernehmen die Führung. Alles klar. Verstanden. Gehe in Deckung. Übernehmen Sie die Führung, Shepard. Wir sichern die Tür. Natürlich. Ja, der Blume ist an manchen Stellen auch ein bisschen krass, ne? Den könnte ich eventuell auch noch ausstellen.
Der Mech hat schwere Panzerungsplatten. Die Quarianer hatten überhaupt keine Chance. Es wird ein Riesenproblem, diesen Mistkerl fertig zu machen. Pappalapapp. Erstmal fangen wir mit Überlastung an. Mit Überlastung schalten sie ihre Schilde aus. Dann tarne ich mich. Und dann... Hopp. Aktiviere Waffen. Ich muss erstmal durch die Rüstung durchkommen, dann kann ich mit dem Granatwerfer drauf schießen. Okay, ich glaube, jetzt kann ich mit dem Granatwerfer drauf schießen. Was? Der komische Geräusche. Aktiviere Waffen. Werde beschossen. So. Das war gar nicht so schwer.